Warum ich Raixa immer wieder besuche, wenn ich in Malle bin, weiß ich eigentlich nicht. Es hat sich gewaltig verändert, was die Information angeht, ist aber durch die Modernisierung, zum Beispiel Einbau eines Fahrstuhls, Treppen, Ruheräume und so weiter, weit weniger ursprünglich. Raixa war ursprünglich ein islamisches Landgut, von dem nur noch der Ortsname übrig geblieben ist. Ging nach der Eroberung von Mallorca 1229 an einen Grafen über und gehörte im Mittelalter zwei Familien. Ganz viele Froschis hier. Wir sind jetzt hier in dem ehemaligen Schloss von Despic, dem Graf Despic, im ersten Raum und werden direkt mit einem Blumsköhlchen empfangen. So, die ersten Räume sind Ausstellungsräume mit Fundstücken und Ausgrabungen hier vor Ort. Sehr schön. Der Ausblick auch wunderschön hier aus den alten Türen. Ganz toll. Platz aus geht man vorbei am Orangengarten und an dem Malvasia Weinbau. Und erreicht dann den kleinen Eingangsgarten mit dem Teich und der Statue des Kardinals. Soeben haben wir den Loggia-Garten gesehen, aber jetzt mal erst ins Haus, bevor es weitergeht in die anderen Gärten. Die Despics machten Raixa zu ihrem Aushängeschild und legten auch damals im 17. Jahrhundert schon drei Lustgärten an. Einer der Nachkommen, Antoni, wurde von Papst Pius dem VII. Zum Kardinal ernannt und war eine bedeutende Persönlichkeit der Aufklärung Mallorcas. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde dann das Gebäude wieder renoviert und es zeichnet sich die südliche Galerie aus, die ca. 1808 errichtet wurde, und von den anderen Hausteilen ist der Steininnenhof sehenswert, um den die charakteristischen Räumlichkeiten eines Herrenhauses angeordnet sind, wie Ölpresse, Ställe, Wohnungen der Pächter etc. Zu erwähnen ist noch das Zimmer, wo die heilige Catalina Thomas wohnte, Mitte des 15. Jahrhunderts und auf Betreiben des Kardinals 1700 selig gesprochen wurde. Raixa ist vor allem wegen seiner Gärten bekannt, die ungewöhnlich bewässert sind, deren Ausbau aber erst durch die Übernahme der Wasserquelle 1807 möglich wurde. An einem der gotischen Fenster fand man die Bestätigung, dass es im Jahr 1522 einen Brand gegeben hat. Beginn des 16. Jahrhunderts wurde eine Rekonstruktion durchgeführt. Man sieht noch die gotischen Kreuzgewölbe, die Eingangsbögen des zentralen Steininnenhofes. Ich übersetze mal kurz: das Arbeitszimmer des Kardinals. Jetzt mal so ein bisschen
Klatsch um Raixa. So gegen 2001 hat sich Jill Sander wohl in Raixa verliebt, was damals sehr heruntergekommen war. Und wie es hieß, auch schon 13 Millionen angezahlt. Der Kauf wurde dann aber von zwei mallorquinischen Politikern verhindert. Eine andere Geschichte, das ist damals Drehort gewesen zu dem berühmten Film Das Böse unter der Sonne mit der Starbesetzung. Unter anderem hat Peter Ustinov damals den Hercule Poirot gespielt. Das ist der Blick von der Küche auf die Ölmühle.